Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr seht es, ich sitze wieder hier. Jetzt kommen wir erstmal zu ein paar Produkten. Ich habe mir gedacht, ich teste mal wieder ein bisschen was und teile euch meine First Impression mit. Und die ganzen Produkte habe ich jetzt hier. Also hier liegt ein riesen Haufen an Produkte. Ja, und die will ich jetzt mit euch testen. Das erste, was ich da habe, ist natürlich ein Primer. Und zwar habe ich einmal von Note Skin Perfecting Primer Pore Minimizer Shine Control mit Arganöl und Vitamin E. Da war ja in der Glossy Bag drin. Den wollte ich jetzt mal testen. So, der kommt eben in dieser Tube und hat so tollen Pumper, also das finde ich echt toll. Er ist auf jeden Fall fest. Also ich hätte mir den jetzt flüssiger vor. Oh, der ist ja cool. Der fühlt sich so richtig smooth an. Der ist mega angenehm. Der fühlt sich ein bisschen wie der vom Benefit an, der Pore Minimizer tatsächlich. Nur finde ich den, der riecht besser. Der riecht tatsächlich besser und er ist bisschen schmieriger, muss ich sagen. Vielleicht habe ich jetzt auch viel zu viel verwendet am Anfang, aber er fühlt sich so richtig smooth an. Ich muss jetzt mein Gesicht angucken. Brauche ich leider einen kleinen Spiegel. Also weit sehe ich nicht bis dann noch da vorne. Aber der macht die Haut echt schön. So richtig ein bisschen glänzend, aber nicht zu viel. Der gefällt mir echt gut. Meine Haut ist mega weich. Also der macht die Haut richtig weich. Da bin ich ja mega begeistert davon. Also der gefällt mir schon mal, doch. Auf jeden Fall begeistert davon. Dann haben wir den Primer und als nächstes beginnen wir. Color Correcting hatte ich jetzt keins da mit dem Concealer. Also ich trage den Concealer immer vorher auf und nicht nachher, weil ich das einfach lieber mag. So. Ich habe bloß schnell meinen Beauty Blender angefeuchtet. Jetzt machen wir weiter mit dem Concealer. Da habe ich einmal von Pace Clear, weiß ich nicht. Das war aus der Goodie Box Crush Edition, die jetzt tatsächlich die nächste Zeit auch wieder bei mir ankommen müsste. Vielleicht ist die auch schon online, wenn das Video online kommt, weil das Video ist meistens eher so ein Zwischenpuffer, wenn ich kein anderes habe. Genau, den verwende ich jetzt natürlich unterm Auge und überall, wo ich so Rötungen habe. Natürlich bei jedem unterschiedlich, aber zuerst... Oh, das hat ein Pinsel. Hier ein bisschen. Der riecht auf jeden Fall ein bisschen strenger, muss ich zugeben. Hier am Kinn habe ich sehr viele so Narbenmarken, weiß nicht, wie man die nennt. Na, das wäre es jetzt. Ich habe mir eigentlich passend, also ich kann es euch jetzt sagen, ich habe mir die neue Catrice Foundation gekauft. Jetzt, wo ich sie habe, ist sie nagelneu erst reingekommen. Genau, ich habe die in der Farbe 002 Natural Ivory gekauft und auf der Internetseite sah das tatsächlich heller aus. Und zwar ist es der 18 Stunden True Skin Concealer, High Coverage Concealer. Ihr seht es, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der ist dunkler als die Foundation. Jetzt kann ich den hierfür auf jeden Fall nicht verwenden. Ich habe aber auch dunklere Foundation, muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich den dann damit verwenden. Ich muss es mal gucken. Oder eine Arbeitskollegin hat gesagt, vielleicht mal eine Foundation mischen, wenn sie zu hell ist. Vielleicht ist die auch zu hell. Müssen wir mal gucken. Und dann, ja, aber so kann ich den auf jeden Fall nicht verwenden. Bloß, dass ihr wisst, den habe ich gekauft. Das war in der Farbe 005 Warm Macadamia. Die passt einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt den Clear Concealer verwendet. Natürlich verteile ich ihn jetzt mit meinem angefeuchteten Beauty Blender. Der lässt sich gut verteilen und muss sagen, er hat eine mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Also man sieht meine Augenschatten auf jeden Fall schon noch durch. Da hatte ich schon bessere Concealer. Der ist jetzt eher so mittelmäßig, würde ich sagen. Hatte ich auf jeden Fall schon bessere. Aber ist okay. Da der jetzt nicht so gut ist, würde ich sagen, verwenden wir noch den. Probieren wir den aus. Und zwar ist das von Essence High Beauty with Hemp Seed Oil Moisturizing Caring and Vegan. Und vegan Under Eye Brightening Concealer. Vielleicht hilft ihr ein bisschen mehr. Eigentlich verwende ich sowas immer unter dem Concealer, aber es kommt ja noch eine Foundation drüber. Da finde ich es jetzt nicht so schlimm. Der ist schon sehr dunkel. Vielleicht gebe ich da nochmal Concealer drüber. Mal gucken. Und ob der so brightend, ich weiß nicht. Also bei mir bringt der irgendwie so wirklich viel. Also es sieht jetzt auch nicht rot aus. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr findet, dass es besser ist. Ich finde nicht. Aber okay, ich werde ihn auf jeden Fall noch weiter austesten. So, musste jetzt kurz den Tisch säubern, weil ich die Flasche aufgedreht habe, anstatt sie normal zu öffnen. Sollte man nicht machen. Zuerst sollte man gucken, was man für einen Kopf hat. Ja, man hat nämlich einen Pumpkopf. Ja. Ich gebe mir was auf den Handrücken, obwohl ich Pumpkopf auf jeden Fall mega cool finde. Ich verteile das jetzt so ein bisschen im Gesicht. Ja, glaube ich, habe Verwendung für den Concealer gefunden. Ich bin zwar blass, aber nicht so blass. Ich sehe aus wie ein Geist danach bestimmt. Ich habe mir gedacht, nehmen wir die Foundation für den Winter, dann ist sie schön hell, dass sie so hell ist. Also ich habe tatsächlich selten Foundations, die mir zu hell sind. Sehr selten. Aber ich glaube, weiß. Oh Gott. Also, wer so richtig weiße Haut hat, noch weißer als ich, kauft euch die Foundation.
Das muss ich auf jeden Fall. Sehr stark mit Bronzer überdecken. Ach du Kacke. Also sie deckt auf jeden Fall gut. Kann man nicht sagen. Sie lässt sich auch super schön verteilen. Und das Finish ist matt. Also ist jetzt nicht glänzend, aber ich mag es tatsächlich matt lieber. Ja doch, ist auch tatsächlich heller als mein Hals. Ist tatsächlich zu viel. Aber normalerweise ist es immer so, ich muss immer die hellste Foundation bestellen, dass die wirklich passt. Das war jetzt tatsächlich zu viel. Mal gucken, was wir da noch retten können. Aber ich werde die wahrscheinlich trotzdem verwenden. Es geht. Also für den Winter, glaube ich, kann die schon passen. Im Winter ist man dann doch noch ein bisschen weißer. Muss jetzt so bleiben, das hilft nicht. Aber an sich finde ich die Foundation nicht schlecht. Die hat sich super schön auftragen lassen, super schön verteilen lassen. Die werde ich mir vielleicht auch noch in der Sommer Edition kaufen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Blush, weil das der Teas Blush ist. Ja, der hier. Und das ist ein Cremeprodukt, das ich nach dem Puder, ist doof, das wisst ihr, dass ich das nicht nach dem Puder drauf tun muss. So, das ist dieser hier. Sieht auf jeden Fall mega schön aus. Oh, da ist sogar ein Spiegel dabei. Nehmen wir gleich den. Oh, den finde ich schön. Ich würde auf jeden Fall nicht zu viel auftragen, weil es doch ein sehr oranges Produkt ist, aber ich finde den schön dezent. Ich fühle mich auch nicht overblushed. Ah, ist ein Lip Balm. Okay. Ich glaube, den kann man auch als Blush verwenden. Egal. Wurde jetzt als Blush umfunktioniert und mir gefällt er. Und wenn wir das dann auch abpudern, dann. So, ich muss gucken. Highlighter. Glaube ich, habe ich keinen rausgelegt. Muss ich jetzt noch schnell einen suchen. Als Highlighter verwenden wir aus der Glossy Box die Highlighting Palette Copperable. Copperable. Genau, in dieser wunderschönen Farbe. Und ich würde sagen, wir verwenden den hier unten. Den hier unten finde ich schön. Und da verwende ich dieses Mal den Shan Brush. Der ist tatsächlich auch aus der Glossy Box. Gehe ich in den Highlighter hier und hoffe, dass ich nicht zu viel. Der ist dunkel. Das war jetzt eindeutig zu viel. Da gehe ich jetzt nochmal drüber. Ein bisschen aussoften. Also für helle Foundation ist die nichts. Jetzt sieht man von dem Schein, doch man sieht ein bisschen was. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, aber das ist eh der hellste da drin. Auf der Nase fällt das jetzt tatsächlich nicht so auf. Macht das jetzt der Blush hier noch auf den braunen Bogen. Also an sich ist der Highlighter echt super schön. Ja, katastrophales Video tatsächlich dieses Mal. Ich zieh's trotzdem durch. Ja, wie gesagt, Copperable ist wahrscheinlich eher so Kupfer. Farben, was auch der Name sagt, aber der Highlighter hat tatsächlich jetzt heller ausgesehen, als er wirklich ist. Obwohl es jetzt einigermaßen geht. Jetzt kommt der Bronzer noch drüber und dann fällt es hoffentlich nicht so auf. Und als Bronzer verwenden wir den Allure Bronzer Give Them Lala. Der war auch in der Glossy Box drin. Genau. So sieht der aus. Ist ja sehr schön. Mein Spiegel ist rausgefallen. Okay, da muss ich aufpassen. Läuft heute das Video. Ich verwende den BT Pencil in der Nummer C001. Da kommt auf jeden Fall einiges ab. Da klopfe ich. Ja, auf dieser Seite habe ich jetzt etwas viel aufgetragen. Versuchen wir noch etwas zu verblenden. Und hier mal etwas Bronzer im Gesicht. In der Hoffnung, dass es besser wäre. So sieht jetzt der Bronzer aus. So wirklich besser gemacht hat es jetzt tatsächlich nicht. Ja, doch ein bisschen. Weiß nicht, ob ich noch mehr auftragen soll, aber nicht, dass es dann zu viel ist. Ich glaube, jetzt wird's. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass ich da so einen richtigen Strich habe. Der lässt sich jetzt auch irgendwie nicht mehr verblenden. Obwohl jetzt. Okay, also besser bekomme ich es nicht hin. Ist immer noch sehr weiß durchs Bronzer, aber ich glaube, man kann es jetzt lassen. Super Video. Genau, dann haben wir den Bronzer. Ich lege jetzt alles auf die Seite, was ich schon verwendet habe. Was ich doof finde an dem Pinsel, der löst sich jetzt schon langsam auf. Den habe ich noch gar nicht so lange. Dann pudern wir das Gesicht natürlich ab. Da nehme ich meinen geliebten Beauty Techniques Puderpinsel, würde ich nie wieder hergeben, und verwenden das CRT Extraordinary Translucent Powder. Genau, und ein bisschen was auf den Deckel. Jetzt wäre ich wahrscheinlich wieder ein bisschen heller. Und das Puder macht sehr matt auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, also am Pinsel kann es nicht liegen. Ich habe das Gefühl, es brennt ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an irgendwas anderem liegt, aber ja. Irgendwas brennt jetzt ein bisschen. Jetzt ist auf jeden Fall mein Gesicht sehr schön matt. Und wieder weiß. Aber lassen wir jetzt so. So, dann als nächstes. Gucken wir mal, ob es drüber geht. Den habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Normalerweise mache ich das immer vor dem Puder. Machen wir den Luvia Eyeshadow Primer Long Lasting. Den habe ich noch nicht mit euch getestet. Nur so. Aber den wollte ich jetzt zusammen mit euch noch testen. Und den verteile ich aber mit dem Finger. Den habe ich von einer Kollegin bekommen. Die hat den in der Glossy Box.
Und die hat gesagt, die hat keine Verwendung dafür. Aber ich habe sogar ein bisschen viel verwendet jetzt. Und der riecht sehr plastisch. Sehr nach Plastik. Ja, meine Augen sind auf jeden Fall aufgehellt. Meine Adern sieht man nicht mehr. Die sieht man aber bei mir, finde ich, eh nicht sehr stark. Mal gucken. So, dann verwenden wir als nächstes das The Brow Gel von Tonia Crooks. Das ist clear, aber ich habe jetzt leider keins zum Testen, kein Produkt, das eine Farbe hat und deswegen verwenden wir jetzt einfach das. Dann wird man meine Augenbrauen nicht sehen, vielleicht habe ich auch ein Puder, dann gucken wir mal. Mein Puder ist zerbrochen, also ich verwende jetzt das Manhattan drunter, das Puder, auch wenn es kaputt ist. So, erst machen wir den Wabe und jetzt kommt das Braungel. Also ihr seht, das alles ist tatsächlich neu und ich teste es zum ersten Mal. Genau, ein klares Augenbrauengel. Also ich muss sagen, das Bürstchen ist schon sehr groß. Für ein Augenbrauengel ist das schon sehr, sehr groß. Würde ich mir tatsächlich so auch nicht kaufen. Schön ist es auf jeden Fall. Es fühlt sich auch auf jeden Fall gut an. Aber das Bürstchen geht mal gar nicht. Normalerweise hat man dann immer so kleine Bürstchen, aber das geht ja gar nicht. Aber okay, an sich ist es in Ordnung, das Produkt. So. Dann verwenden wir als nächstes die Lidschattenpalette, würde ich sagen. Und da habe ich mir gedacht, ich verwende mit euch die Neutral Revolution Pro Blushed Palette. Oh, ist keine Blush Palette, ist eine Eyeshadow Palette. Nicht, dass ich jetzt noch was anderes habe hier. Ich zeige die euch nochmal. Die habe ich in meinem Pink Panda Sale erworben. Und die sieht doch mal toll aus. Ich muss auf jeden Fall einen Glitzerlook schminken. Ich nehme auf jeden Fall meinen von BH Cosmetic Pencil aus dem Pinselset. Und ich würde sagen, wir verwenden... Wir machen einen roten Look. Das hier unten. Seht ihr das? Die Farbe Rhubarb. Kommt auf jeden Fall schon viel Farbe mit ab. Oh ja, sehr viel Farbe. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Aber es ist eine schöne Farbe und die lässt sich so schön verblenden. Seht euch das an. Andere Seite. Aber wir wissen ja, dass Revolution echt tolle Paletten hat. Das ist ja allgemein bekannt, dass die sehr gut auch pigmentiert sind. Gefällt mir. Die Farbe finde ich sehr schön. Und dann würde ich sagen, bringen wir darunter die Farbe Lucent, diese hier. Die trage ich aber mit dem Finger auf. Ich wollte eigentlich noch einen Glitzerton verwenden, aber der ist ja schon mega. Eindeutig mein Ton. Der sieht echt so unscheinbar im Pfändchen aus. Aber der ist ja mega schön. Eindeutig mein Ton. Genau, und den verteile ich natürlich wieder. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich noch Glitzer drauf tragen soll, weil das ist ja echt schon, der haut schon echt rein, der Ton. Also mir gefällt es ehrlich gesagt so. Gucken wir mal, ich brauche auf jeden Fall noch einen hellen Ton für innen, aber der goldene, finde ich, der passt jetzt, glaube ich, nicht so. Vielleicht versuchen wir den mal, aber der sieht eigentlich dunkler aus. Der ist auch dunkler. Okay, dann geben wir den jetzt noch in die Mitte. Oh, das Highlight. Jetzt vermisse ich aber hier, wie gesagt, auch wieder so einen richtig hellen Ton. Da werde ich jetzt den verwenden müssen von innen. Von vorhin den Lucent, weil kein anderer so hell ist. Kommt jetzt auch in den inneren Augenwinkel. Obwohl ich den, also den finde ich echt mega. Ich brauche unbedingt einen neuen, so kleinen Pinsel, weil der schon sehr ausgefranst ist mittlerweile. In die Mitte kommt wieder dieser dunklere Ton. A Glow heißt der. Und natürlich auch auf die andere Seite. Und ganz hinten kommt natürlich der Rhubarb wieder. Ich glaube, ich muss tatsächlich außen auch nochmal den dunklen Ton aufgeben, da mir der sehr weit nach außen gerutscht ist, der helle Ton. Ja, auch wieder den Pinsel. Und da bringen wir jetzt außen nochmal den Ton Rhubarb an. Und das nochmal schattieren, nach innen. Und ich muss sagen, mir gefällt's. Hier unten ist es zwar jetzt ein bisschen uneven geworden. Und was sagt ihr dazu? Ich finde den echt schön. Die Palette gefällt mir. Die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Auch wenn ich nicht so viele Töne getestet habe, aber die ich verwendet habe, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, und dann würde ich sagen, probieren wir von Luna die Duo Eyeliner. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da für Farben drin hatte. Ein Gold sogar. Ich würde sagen, das Gold passt jetzt aber nicht dazu. Das Gold müssen wir leider weglassen, aber wir verwenden den schwarzen Ton auf der unteren Wasserlinie ins Auge gestochen. Sehr schön, jetzt nicht zu spitz. Das muss ich jetzt ein bisschen stumpf machen, sonst steche ich mir das Auge aus.
Ja, da kenne ich bessere, aber es soll jetzt eher ein Eyeliner wahrscheinlich sein für oben. Da verwenden wir ihn jetzt einfach auch. Okay, das geht nicht so gut. Da machen wir einen anderen Eyeliner. Nehmen wir meine Lieblings-Eyeliner. Also ich muss sagen, meine Begeisterung hält sich da jetzt wirklich in Grenzen. Ich muss echt gucken, ob ich den nochmal bekomme von Aces. Den finde ich super, den Eyeliner. Aber der ist jetzt dann leer. Da kriegt es leider nicht mehr so gut schwarz ab. Jetzt geht's. Unter den Augen sieht man ein bisschen was. Aber also als Eyeliner, da gibt's bessere, muss ich ehrlich zugeben. Da gibt's viel bessere. Und mal gucken nächstes Mal, wie der goldene ist. Aber der schwarze, da finde ich sogar den von Essence besser tatsächlich. So, als Mascara habe ich mir jetzt rausgesucht von La Roche-Posay die Tolera Mascara Multidimension. Und die soll nicht so gut sein, habe ich schon gehört. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Auf jeden Fall ein Gummibürstchen. Okay, ich weiß jetzt nicht, was der Multidimension sein soll. Als Volumen verleiht die ja gar nicht. Das Einzige, was mir jetzt positiv auffällt, ist, dass die, ja, nicht schlecht trennt. Aber jetzt tatsächlich nicht meine Favoritenmascara. Die verklebt jetzt eher, als dass sie irgendwas bringt. Also heute ist, glaube ich, nicht so mein Tag. Riechen tut sie auch nicht. Die riecht nach Bier. Für mich riecht die voll nach Bier. Obwohl jetzt bei der zweiten Schicht könnte gehen, aber es verklebt schon sehr. So, also ich glaube, besser bekomme ich es mit der tatsächlich nicht mehr hin. Die ist jetzt nicht schlecht. Ich hatte schon schlechtere, aber die würde ich mir so jetzt auch nicht aussuchen. Ist ganz schön, kann man lassen. Ist ganz schön, kann man lassen. So, und dann haben wir den Augenlook. Würde ich sagen, kommen die Lippen. Habe ich natürlich jetzt was überhaupt nicht dazu passt, aber wir probieren es jetzt trotzdem von Milk denn. Angel Metallic Lip Lippenstift. Und das Packaging von Milk ist einfach over the top. Over the top. Probieren wir jetzt aus. Ja, vielleicht passt der ja trotzdem dazu. Mal gucken. Ist schon sehr braun. Passt jetzt tatsächlich gar nicht zusammen. Oh, interessant. Sehr interessant. Und jetzt verwenden wir noch das Caudalie Spray. Habe eine YouTuber-Kollegin, die schwört ja drauf. Das hat ja einen feinen Sprühnebel. Wahnsinn. Und es riecht gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Da ist auch ein bisschen Öl drin. Ist natürlich nicht schlecht für die Haut. So. Das waren jetzt alle Produkte, die ich aufgebraucht habe. Das ist der Look geworden. Interessant auf jeden Fall. Würde ich so draußen nicht tragen. Aber gucken wir mal, wie es mit Brille aussieht. Oh ja, so wenn ich mich jetzt im... Mit Brille finde ich geht's immer. Das nimmt noch so viel raus. Ja, wird jetzt gar nicht so schlecht. Obwohl ich natürlich mit dem Lippenstift noch viel weißer wirke, als ich eh schon bin. Ja, ich hoffe, euch könnte wenigstens das Video ein bisschen helfen. Auch wenn es mega chaotisch war und die Foundation eindeutig viel zu hell ist. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Also ich muss sagen, meine Favoriten heute sind auf jeden Fall der Primer. Finde ich mega. Auf jeden Fall die Lidschattenpalette. Finde ich auch mega. Und was auf jeden Fall auch meine Favoriten ist, ist das Spray. Finde ich eigentlich sehr schön. Fixiert es schön, finde ich. Und meine Haut fühlt sich sehr gut an danach. Ja. Und sonst finde ich, ich weiß nicht, ich natürlich den Eye Primer, den finde ich super, den habe ich ja schon verwendet. Aber sonst hält sich tatsächlich bei mir alles in Grenzen. Ich weiß jetzt ob es davon kommt, aber das hat mir im Gesicht gebrannt. Das war einfach dieses Mal zu dunkel, obwohl der Glow an sich echt nicht schlecht ist. Da kann ich mich nicht beschweren. Das hat irgendwie nicht viel bei mir gemacht. Die ist jetzt nicht schlecht, aber verklebt irgendwie. Und mal gucken, wie lange ich die hernehmen kann. Vielleicht wird die noch, wenn die fester wird, wie gesagt. Ja, und die Foundation, die ist super, aber einfach zu hell. Obwohl es jetzt tatsächlich so wieder geht, finde ich. Und ich glaube, dass ich neben Winter auch echt gut tragen kann. Also, es ist sehr durchwachsen heute von den Produkten her, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich würde den Look tatsächlich so jetzt draußen tragen. Die Lippen gefallen mir auch immer mehr. Ja,
das war's jetzt tatsächlich mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es, auch wenn es sehr chaotisch war, trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, sehr gerne einen Kommentar da lassen, was ihr so schön findet von den Produkten und was ihr von dem Look so haltet. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!